Voll cool aus, aber es hat leider nicht gereicht. Meine Werten Damen und Herren. Und damit, meine Werten Damen und Herren, willkommen heute zurück zu einer weiteren Folge von Heiß oder Hi. Kalt. Ach so, ich hab gedacht, du sagst Hi. 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 Leute, wir sind zurück in Wobbly Live mit mir. Gott. Hallo, ich bin der Lars. Schaut meine Videos an, schnell. Ich hab meinen besten das wollte ich noch Freund kurz sagen. Vergessen. Ich muss ihn kurz holen. Kleiner bester Freund, wo bist du? Dr. Auge! Da ist er ja. Lars, ich hab was für dich. Eigentlich habe ich mal wieder was für dich vorbereitet, so wie immer. Oh. Ey, du bist, glaube ich, okay. Fahrer. Fahr mal rechts, fahr mal rechts, fahr mal rechts. Eigentlich können wir hier sogar aussteigen. Ich kann nicht lenken. Mann. Ich kann auch nicht auf lenken. Auf einmal. Wow, hey. Warte mal, das Auto. Lars, du musst jetzt kurz die Augen zumachen. Okay? Also wirklich die Augen zumachen. Okay. So, und du bleibst im Auto sitzen, okay? Okay, warte, so. Ich setz mich gleich wieder ins Auto. Momento, Mamanitos. So, du setzt Despacito. So, weil ich muss dich nämlich jetzt gleich wohin fahren, okay? Jetzt Augen zumachen, wirklich, bitte zumachen. Ich guck mich hin. Okay, so, und jetzt musst du einfach mit geschlossenen Augen gerade vorm PC sitzen. Alter, ja. Du drück mal F kurz, oder... Ja, ich guck mich hin, F. Ja. Genau, okay, F, hab ich. Um auszusteigen aus dem Auto. Warte. Guck auf die Tastatur, nur auf die Tastatur. Jetzt? Genau, warte, lass mich kurz einsteigen. So, jetzt nochmal F drücken zum Einsteigen. Okay, warte, wir nehmen das andere Auto. Relax. Ich guck nicht hin, warte, ich steig ein. Du bist drin, du bist drin. Nichts mehr drücken. Okay. Jawohl. Oh, Alter, okay, kann ich gucken, ich sehe sowieso nichts. Jetzt kannst du wieder. Nee, nicht gucken. Ja, okay, ich guck nicht weg. Ich guck weg. Ich muss dich jetzt kurz zu einem Ort fahren und dann musst du mir sagen, ob du mich finden kannst, okay? Das wird ein kleines Spiel werden, was wir beide spielen werden. Das ist so, habe ich für dich vorbereitet, weißt du? Ich bereite auch immer gerne mal was für dich vor. Danke für dieses tolle Spiel, danke. Danke für den tollen Tag. Okay, Lars, wir sind da. Noch nicht die Augen aufmachen, okay? So. Ja, okay. Du musst mich gleich suchen und du musst mich finden, okay? Oh, wow. Okay. Dann 3, 2, 1. Okay, finde mich. Okay, warte mal. So, warte. Ich gucke. Was zum Teufel? Was machst du? Hä? Oh mein Gott, ich... Das ist so dumm, Junge. Yeah! Hä, was für ein geiles Outfit, Mo. Hä? Mo. Die fliegen doch so weg, oder? Ja, wenn du, ey, die guck mal. Wenn du die mit dem Auto anfährst, fliegen die weg. Alter, guck dir das so an, wie nice das aussieht. Du bist einfach eine Babykuh. Ich bin echt eine Babykuh. Alter, voll die gute Camouflage, aber über, oder? Die Tarnung. Ja, Mann, stell dich mal so mit dem Rücken so davor, so, weißt du? Guck mal, so mit dem Rücken. Ich schwör's dir, so hätte ich dich nicht gesehen. So von weiter weg. Aber ich Dr. schwör's dir, so Auge sieht man das nicht. Guck mal, Dr. Auge hat auch voll Ärger gemacht. Deswegen hat man mich sofort gesehen. Oh, Mann. Aber es war schon witzig. Ja, deswegen habe ich das alles gemacht. Also. Wow. Ja, okay, aber trotzdem ein nicer Joke. Okay, also eigentlich wollte ich was anderes diese Folge machen, denn Lars, es gibt nämlich ein Haus, die ist sogar gut, dass wir hierher gefahren sind, steig mal ein. Wir können nämlich... Das ist so nice. Was wir nämlich noch nicht gemacht haben, es gibt ja tatsächlich in diesem Spiel, Wobbly's Life, so heißt es, gibt es tatsächlich Haustiere. Echt? Ich dachte, wir spielen Fortnite. Nee, Fortnite spielen wir gerade nicht. Und wie ihr alle wisst, gibt es ja auch YouTuber-Haustiere, ne? Und da gibt es natürlich das prominenteste, das fliegendste, das schönste Haustier, Dr. Auge. Dr. Auge im Shop. Dann haben wir hier... ein Haustier, wo was bist es noch du gar denn? Nicht gibt. Bei den YouTuber-Haustieren an der Bühne, Lars. Wenn du reingehst, genau da. Da gibt es hier einmal diesen Hut. Ich glaube, den Hut kann man einfach kaufen für 1.000er. Dann kann man hier nochmal dieses Ding hier, Friendly Ninja. Das ist ein kleiner Ninja, auch von einem YouTuber. Und das hier ist ein Secret-Haustier. Und zwar
ist es nämlich von Unspeakable. Das ist ein amerikanischer YouTuber. Und davon, den kann man ebenfalls freischalten. Und da gibt es einen Tipp, so wie bei den anderen Haustieren, die man auch so nicht einfach so freischalten kann, kann man den auch nur mit einer ganz besonderen Art und Weise freischalten. Und das ist auf jeden Fall nicht ins Aquarium einzusteigen. Also geh da runter. Komm, ich weiß sogar, glaube ich, wie das funktioniert, weil diese drei... Man kann den nicht einfach so kaufen. Nee, man kann den nicht einfach so kaufen, den müsst ihr freischalten. Und ich glaube, das funktioniert wie folgt. Es gibt nämlich, wenn man ganz rauszoomt aus der Karte, kann man nämlich tatsächlich unten links neben dem Port, kann man so drei kleine Windräder sehen. Die werden auch als Tipp angezeigt. Und wenn man sich da mal eine kleine Markierung hinsetzt, könnten wir theoretischerweise dahin kommen. Und dafür benötigen wir eigentlich nichts anderes, außer einen richtig nicen Helikopter. Und da ist dann dementsprechend der erste Tipp, um dieses Haustier zu bekommen. Deswegen fahren wir dahin. Bist du dran? Ja. Jawohl, dann halte ich mal fest. So, weil wir fliegen nämlich jetzt von diesem Polizeistationsding zum Unspeakable Pad und das befindet sich dort, wo diese Windräder sich da drehen. Das heißt, eins von diesen drei Windrädern dürfte wahrscheinlich ein bisschen Info mit sich bringen. Alter, die habe ich hier noch nie gesehen. Ich habe die auch noch nie wahrgenommen, aber tatsächlich gibt es da etwas, was man sich ansehen kann. Ich habe gerade was gesehen. Ah, dann Eingang? Ja. So. Guck mal, da hast du so eine Statue. Siehst du das? Ja. Wie soll ich denn da jetzt mit dem Heli-Schrotter rankommen? Warte. Komm mal, geh mal näher ran. Niemand will explodieren sonst. Ich muss, glaube ich, aussteigen und dann da dran. Bist du bereit, Mann? Ja. 3, 2, 1. Okay, ich bin dran. Nein! Okay, ich nicht. Ich wurde runtergestoßen, Mann. Oh, Mist. Dann müssen wir mit dem Boot fahren. Mit dem Boot müssen wir da hinfahren, bestimmt, Mann. Würdest du sagen, ich bin eine nice Kuh? Also gefällt dir dieses Outfit so? Willst du auch eine Kuh sein? Lassen Sie mich. Oh mein Gott, oh. Hast du etwa gerade einen Schluck auf? Es ist dunkel. Die Kuh ist an Bord. Und Dr. Auge ist auch mit dabei und schießt Laser. Zum Glück explodiert das Boot nicht, Mann. Aber jetzt musst du auch wirklich. Komm, hüpf. Ja. Guck mal, da sieht man sie. Aha. Das Boot macht einen Abgang. Ja, wir müssen uns beeilen. So, das ist jetzt diese Statue. Und die kann man jetzt, der nächste Tipp kann tatsächlich auf seinen Füßen gefunden werden, ne? Du gehst hoch und runter und du sitzt in einem Sitz. Hä, du gehst hoch und runter und du sitzt in einem Sitz. Ja. Das ist, Flugzeug. Oder die Achterbahn. Das stimmt. Das ist die Achterbahn, Mann. Das ist die Achterbahn. Safe Call. Lass uns Richtung Achterbahn fahren. Ganz langsam. So, jetzt sind wir an der Achterbahn. Das bedeutet, hier ist bestimmt irgendwas an den Säulen. An den Säulen befindet sich bestimmt irgendwo das Ziel. Oh mein Gott, Lars, da ist sie. Also tatsächlich, Mann. Warte, ich will's auch sehen. Junge, da ist die einfach. Ist sie einfach an der Säule? Okay. Das bedeutet, wir gehen da mal ran. So, mein letzter Platz ist wirklich überwuchert, stand da gerade dran. Und ich lebe neben meinem Wobbly-Friend, der aus Stein gemacht ist. Lol, ich weiß, wo das ist. Das ist voll simpel, Mann. Das ist diese Statue? Ja, Mann, im Dschungel gibt's diese eine riesige Statue, die auch aus Stein gebaut ist. Und dort sollte man... Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Die ganze Folge regnet es einfach. Was ist das, gell? Einfach nur Regen. Leute, habt ihr besseres Wetter oder schlechteres Wetter in Warby's Life? Wenn ihr auch immer so schlechtes Wetter habt, Leute, dann gebt auch einen Daumen nach oben. Hier gebt einen Daumen zur Seite. Da, dieser Riesen-Wobbly hier. So. Siehst du da was? Ich sehe bisher nur Dr. Auge, kannst du da was sehen? Der fliegt ja, ich sehe da einen Riesen-Po. Hey, da! Ich sehe wirklich was. Ah ja, ich sehe es auch. Warte, ich lande. Ich lande auch, Mann. Ich bin gelandet. Jawohl. So, und dann... Er sagt, Roman stinkt.
Was? Wow. Er hat gesagt, gib dein Like auf dieses Video. Oh mein Gott, hat er echt gesagt. Okay, du hast mich gefunden. Wow, Alter, krass. Der hat einfach so eine Animation gemacht. Krass, wir haben den jetzt einfach freigeschaltet als Peekable Pad. Nice. Ja, dann lass mal jetzt doch mal kurz gucken, dass wir den noch mal kurz rausholen, den Guten. So, wir sind da, Mann, wir haben es geschafft. Wir haben alle Pads gefunden und wir landen sogar mit einem Heavy-Schrotter. Nice. So, die Kuh holt sich jetzt tatsächlich das, was ihr zusteht. Und zwar ein Unspeakable Pad. Oh, er kostet sogar nur 750. Und man bemerkt, Dr. Auge kostet 1000. So, ich kaufe mir auf jeden Fall einen Lila. Weil ich glaube, so sieht der cool aus. Bam. Gegen den Nosy. Yay. Schau ihn dir an, Lars. Guck ihn dir an. Oh, ein kleiner Netto. Der sieht echt voll nett aus. Warte, ich komm. Ha! Komm runter. Der sieht richtig nett aus. Guck mal. Lars, wo bist du? Ich bin gerade mit dem Helikopter über dem Dach geflogen. Hast du mich nicht gehört? Hier, mal, guck, ich hab ihn. Ey. Oha, der läuft wie so ein bisschen, Ninja. Der sieht ein bisschen aus wie Globux, Mann. Ja, gell, der sieht jetzt echt aus wie Globux ein bisschen. Ich habe jetzt einfach einen Globux eingefügt. Okay, nicht schlecht, Leute. Falls ihr übrigens einen Globux sucht oder einen Arizu oder einen Dr. Auge, schaut auf jeden Fall im Shop vorbei, Leute. Shop.arizu.de, dort gibt's alle Plüschtiere. Unbedingt vorbeischauen. Yeah. Jetzt haben wir Globux und Dr. Auge in Wobblies Live. Ihr könnt euch euren eigenen Globux auch machen. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Und wie geht jetzt? Wir sind fertig, Leute. Tschüss. Tschüss.